Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Es ist doch kein Big Daddy in dem Zimmer. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fischeries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Neues Tonikum. Es gibt überhaupt kein... gibt es überhaupt ein unheilverkündenderes Geräusch als Sicherheitsalarme? Mit Schadenalarms wird ihre Signatur so verändert, dass die Alarmsensoren... dass sie mit Alarmsensoren interagiert und so die Dauer manipulieren kann. Das ist ein äußerst uninteressantes Tonikum. Ja, aber haben wir doch noch die beiden Eltern von Marsha gefunden. Einmal drum. Oder. Objekt tot. Egal. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie Mangel hätten. Doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen, nicht weil wir von Gott dazu berufen wurden. Ups. Das war unschön. Wie war das noch? Alkohol für Leber? Dann kippen wir uns mal rein. Ja, okay. Perfekter Sicherheitsbot, gibt auch Leben, wenn wir das Ding hacken. Passt mir ganz gut. Fähiger Hacker, das ist mein. Verbandszeug. Ich habe eigentlich immer zu wenig. Zu wenig Platz, ja. Zum einen habe ich zu wenig Platz und zum anderen zu wenig Leben, zu viel Adam. Eve. Adam und Eve gehören zwar irgendwie zusammen. Aber in diesem Fall auch nicht bedingt. Und falsch rum, finde ich. Wie viele Steine kriege ich da noch aus der Wand?
Okay, ich hab's geholt. Da liegt. Also, wie kann ich das hier ablegen? Und eine Kontaktgranate kriegt da einfach nicht raus. Aber wo hören wir den Big Daddy die ganze Zeit auch rein? Der muss doch hier irgendwo sein. Ich meine, er heißt Big Daddy, nicht Silent oder Schleich Daddy. Wahrscheinlich exakt derselbe nochmal. Aber es gibt ihn gleich mit Bonus. Na los, die Little Sister. Ein kleiner Anstieg der maximalen Eve und Gesundheit. Ja, ja. Schade. Das war's jetzt, oder? Ja. Hey, zum Retten. Nein. Doch, lass dich angrapschen. Tannenbaum möchte dich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybär, den du bei Gatherer's Garden finden wirst. Ja, die kleinen Sisters zu erforschen ist natürlich immer eine super Sache. Und wir können uns hier sogar noch einen Scherz erlauben. Ha, einen Gag haben wir noch. Wir waren ja hier bereits einmal aktiv. Nein, wir hätten hier einen Pass. Ne? Also auf jeden Fall muss ich nächstes Mal besser vorbereitet sein, wenn ich den Big Daddy Kampf antrete.
Und alles auf panzerbrechend umstellen. Die machen halt noch sehr viel Schaden. Aber hey, down is down. Und das sagt uns, wir haben eine von drei Little Sisters gerettet. Es ist immer noch Munition drin. Ne? Oh. Wir haben mit der falschen Munition geschossen. Wenn ich die ansauge, dann bringt mich das um. Genau, hier. Wir haben fast ein ganzes Magazin auf den Big Daddy verschossen und es hat nichts gebracht. Wir haben immer noch Munitionsüberschuss. Die Munition häuft sich jetzt aber in letzter Zeit überall, ne? Also wir können schon völlig bedenkenlos nur unsere Lieblingswaffen benutzen. Und haben trotzdem keine Probleme. Wie man hier sieht. Waren da 300 Schuss drin oder was? Ich meine, voll ist voll, das bringt mir jetzt nichts mehr, die zu verschießen, aber... Wie viel verdammte Munition habt ihr da vorgepumpt? Willkommen im Zirkus der Kunden! Der Werte. Da ich von dem Liebesding bis jetzt nicht so richtig überzeugt bin... Halten Sie ein wenig Gesundheit. Ich nehme lieber Medical Expert. Einfach weil das extra suchen mir gerade nicht gut. Ich dachte, es würde mir anzeigen. Einfach von der Beschreibung her. Wie viel. Wo Gegenstände sind. Schütz, Actionfoto mehr. Und wieder er. Und Big Daddy. Schon fotografiert, aber mehrere Motive. Na komm, den quetschen wir ganz aus. Okay, er ist ganz ausgequetscht. Den auch. Geschütz ist auch kein Geschütz mehr, Nidenpistole kann man auch mal untersuchen. Noch 11 MG Munition. Und hier stellen wir dann noch den um. Haben 6 Splittergranaten geladen. Ich werde den Big Daddy umbringen. Ich meine, der ist komplett durchfotografiert. Da bringt mir das herzlich wenig, dass ich den noch habe. Aber wir haben nur noch 3 Kontakte. Und wir haben so die Möglichkeit mal Schrot, ionisches Schrot und Panzerbrechen MG, ja. Panzerbrechen Pistole. Womit fangen wir an? Ich würde sagen mit ionischem Schrot. Oh.
Da wollte ich wieder mit dem Medikit sparen. Wo ist denn der Big Daddy jetzt? Bist du ein neuer? Ja. Little Sister. Rosie-Forschung. Photographer's Eye. Jeder hat eine geheime Schwäche, aber mit Photographer's Eye ist sie nicht länger geheim. Erhöht massiv die Forschungspunkte. Plus 15% was mit Bonus. Sehr schön. Ist hier noch ein wütender Big Daddy unterwegs? Nein. Daddies. Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Ja, sage ich, ich schätze, dann wird ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Sagt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Ja, das ist doch mal nett von Ryan. Abgesehen davon, dass wir in einer totalen Scheißlage sind. Okay. Wir kriegen die Little Sister Rolle. Ja, Forschungsbonus für Little Sisters.
Es ist immer der gleiche Forschungsbonus für den Sisters, aber das ist mir egal. Rosie gibt keine Punkte mehr, Rosie 2 gibt keine Punkte mehr, Lizzie 2 gibt keine Punkte mehr. Dann retten wir die beiden mal. Suche einen Verkaufsautomaten auf und kaufe hier. Ich müsste hier noch die zweite Nagelpistole irgendwo liegen haben. Wo hat Rosie die hingeworfen? Na egal, hier nichts drin. Das Ding kann ich auch nicht anlegen. Wir alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns. Gut, dann würde ich soweit mal sagen, sind wir hier durch. Ich werde in der nächsten Folge wieder mit dem Maschinengewehr rumlaufen müssen. Und soweit. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.